3.10. war D-Day-Tag. Nein, Star Wars-Tag war da. Star Wars-Tag, wirklich. Togo Plus lief Clone Wars. Auf Pro7 liefen 2 Filme von Star Wars. Sci-Fi hatte auch Star Wars im Programm. Also 3 Sender voll mit Star Wars. Und da sind wir auch schon beim Kern der heutigen Folge. Wir müssen zahlen, zahlen, zahlen. Hi, Grüße. Was darf's sein? So, der Medienkanzler lässt ein bisschen schlafen. Geh rüber zum Captain Rex Star Wars. Wie gesagt, Star Wars am 3.10. war richtig was los mit Star Wars. Neues ist nicht so zu berichten, auch über die Figuren nicht. Wir warten noch auf einige Sachen, die wir dann vor die Kamera halten können, um euch das weihnachtliche Geschäft näher zu bringen, das auf einen zukommt, um irgendwelche Selbstgeschenke zu kaufen oder Geschenke zu machen für einen, der ein Star Wars Fan ist. Für alle Star Wars Fans haben wir ja hier genug und andere Fans genauso. Leider leben wir in einer ziemlich prekären Zeit, wo mehr geschlossen wird wie geöffnet. Um mich herum macht schon wieder ein Laden zu, der diesbezüglich auch unterwegs war mit Figuren, aber das war mehr Game Workshops. Also die Game Workshops, da ist ein bisschen nicht mehr so viel los. Warum? Vielleicht spielen nicht mehr so viele Tabletops, ich weiß es nicht. Bei Star Wars ist alles so geblieben, wie es ist. Wir haben unsere Fans, wir haben unsere Einkäufer hier, die sich das, und demnächst geht es ja auch in Online. Wir wollen ja euch dann auch online verwöhnen, das heißt, ihr schaut es euch hier an, und sollte es euch doch gefallen, könnt ihr das dann online bestellen und dann halt, ja, kriegt ihr das nach Hause geliefert. Wunderbar, kriegen wir hin, wir kriegen das alles hin. Na, also wie gesagt, Star Wars macht auf eine Art richtig Spaß, mit Star Wars zu arbeiten, alles so Star Wars mäßig zu sehen. Gibt leider, also im Star Wars Fieber könnte man auch die Politiker sehen, wie die sich da am Behaken sind. Dann sehen wir die Jugendlichen, die neuartige Jugend, die hier, wie gesagt, eine andere Formierung haben, die Geschäfte bald nicht mehr kennen. Die Kinder, die jetzt geboren werden, 2017, 2018, könnte sein, dass sie in 25 Jahren gar nicht mehr wissen, was überhaupt ein Fachgeschäft ist, was überhaupt ein Geschäft ist. War jetzt am Wochenende durch diese Sache mal involviert unterwegs und habe mir alles angeschaut. Hey! So, geht weiter. Ja, Darth Vader ist also auch eingetroffen. Letztens habe ich euch Luke Skywalker Diorama. Das ist jetzt das Diorama von Darth Vader. Heute frisch reingekommen. Ist die Nummer 1 und Luke Skywalker war die Nummer 2. Ne? Hatte ich euch letztens ja gezeigt. Für alle Star Wars Fans. Für Weihnachten sind schöne Weihnachtsgeschenke für Fans oder jemanden halt so ein Diorama zukommen zu lassen. Mit Batterie, weil das leuchtet, das sind die Einschüchter von den Lasern. Man kann diese Figuren dann dazu stellen, man kann ein richtig schönes Diorama daraus machen. Luke hatte ja auch Gegenspieler und Darth Vader hat keine Gegenspieler. Er hat halt noch Stormtrooper dabei, die man dazu stellen kann in dieses Diorama. Ist also was für Weihnachten. Wir haben je ein Exemplar da und wünschen euch, wie gesagt, jetzt schon frohe Weihnachten, also auf der Suche nach guten Sachen, die ihr vielleicht bei Toys R Us nicht bekommen könnt, sondern in so einem Fachgeschäft. Da sind wir weiterhin noch beim Thema Fachgeschäft. Also wie gesagt, wir regen uns gar nicht mehr auf, auch nicht als Fachgeschäft. Wir sind abhängig von den Datenherstellern, Datenhighway, Telekom 1.1 und wie die alle heißen, Freenet TV, um Fernsehen zu gucken. Hatte ja vorhin den Ansatz mit Netflix. Bei Netflix kriege ich halt nur noch für 11,49 Premium. Was anderes kann ich mir gar nicht aussuchen. Kann es aber irgendwie nicht aktivieren, warum auch immer. Diese sogenannten Karten bei Rewe kann man auch nicht kaufen, die Netflix-Karten, Code-Karten. Ich persönlich komme nicht in den Genuss von neuen Star Trek da. Muss halt warten, bis er dann irgendwann mal aufgekauft worden ist von irgendjemand anderem. Oder halt freigegeben für alle Mann. Müssen wir mal schauen. Im Moment werden wir halt ein bisschen angefixt. Das heißt also, wenn du die Serie sehen willst, musst du nach Amazon gehen. Wenn du die Serie sehen willst, musst du nach Netflix gehen. Wenn du die sehen willst, musst du nach Netflix gehen. Und wenn du die Serie sehen willst, musst du nach Sci-Fi. Und wenn du die sehen willst, hast du Pech, weil gibt es hier nicht, zum Beispiel. Ja, wir müssen demnächst nur noch bezahlen, egal für was. Das normale Fernsehen hat keiner mehr Lust drauf, ARD, ZDF, weil da kaum was ist, was man gerne sieht. Außer Hubert und Staller vielleicht und die Rosenheim-Cops, die beiden
haben da noch irgendwie, RTL hat ja nur sein Cobra 11, danach braucht man sich die Sonne anzuschauen. Mir ist also aufgefallen, über Astra Digital hat man fast 3000 Fernsehprogramme, so oder so. Lustig ist, bei Astra hat man zum Beispiel C1, diesen Bollywood-Film, in HD kostenlos. In dem Portfolio von der Telekom hat man C1, aber normal, ohne HD. Ist schon lustig alles. Ist also lustig, man zahlt für die Telekom mit Big Pack um die 80 Euro. Hallöchen. Hallo. So, mit dem Erwachen der Macht hat sich auch Star Wars gewaltig verändert. Mit dem Erwachen der Macht und somit Episode 7 ist Star Wars anders geworden. 2016 mit Rogue One war ja schon mal komplett was anderes. Da wurde ja schon mal am Gerüst gerüttelt. Können wir da noch was anderes machen? Wie nur das? Schauen wir mal. Ja, 2017 ist ja bald, nicht mehr allzu lange. Dann sitzen wir im Kino und können dann darüber philosophieren, wie Episode 8 war. Mit den neuen Figuren, 150 Minuten lang, also der längste mittlerweile von allen, die wir gesehen haben. Ja, ne, 10 Minuten länger wie alle anderen. Das ist schon eine Menge. In den 10 Minuten kann eine Menge passieren. Mal schauen, was da passiert. Wir wollen hoffen, dass nicht der Nachspann 10 Minuten dauert. Das wäre ja mal der Hammer. Ja, und dann kommt ja Episode 9. Und Episode 9 hätte ja werden sollen der wahnsinns-ultimative Hauptknaller. Oder jetzt wird, wissen wir nicht, weil J.J. Abrams wieder übernimmt und da sind ja einige mal wieder gespalten. Ja. Im Moment bin ich immer noch Medienkanzler und Captain Rex gleichzeitig, weil ich mich auch ein bisschen aufrege, weil ich zurückdenke auf 2015, wie die Macht erwachte, wie das Ganze so hier ins Land schwappte, wo Frau Hannelore Kraft sich aufgeregt, dass 2200 Leute pro Tag sich hier irgendwie in NRW niederlassen und dass NRW, dass der Kämmerer ausrastet, von der SPD zur AfD marschiert, der Guido. Dass da richtig was los war und ist und was jetzt kommt, 2018, wissen wir nicht, denn noch haben wir keine Regierung, noch hat die sich nicht gebildet. In Jamaika-Farben, schwarz, gelb und magenta, also, ne, ihr wisst, grün, ne, ihr wisst schon. Ach, herrlich, also, ich philosophiere auch nicht mehr, ich reg mich auch gar nicht mehr auf. Ich weiß, dass irgendwelche Firmen versuchen, uns zu testen, wie weit sie gehen können. Ja, ziehen 3 Monate nicht ab, haspeln darum, haspeln dort rum. Wir sind jetzt im Digitalen gefangen, wenn man nicht schnell genug bezahlt, schaltet man ab. Bei Freenet habe ich bei einigen Kunden erlebt, die stehen da, Freenet hat einfach abgeschaltet, haben so ein Schreiben bekommen, bevor wir hier mit Mahnungen anfangen, schalten wir lieber ab. Ich finde es toll, was die sich da alles so ausdenken. Oder die Telekom vergisst einfach mal 3 Monate nicht abzuziehen, weil bei denen irgendwie ein Fehler entstanden war. Oder die Telekom macht einen Fehler. Da braucht ihr nur bei YouTube reingehen. Regt euch nicht auf. Geht bei YouTube rein, gebt da Telefonärger ein und ihr glaubt gar nicht, was ihr da alle sehen könnt. In allen 16 Bundesländern ist irgendetwas, wo Telekom mit beikommt. Schneckentempo auf den Alpenregionen, auf den Wiesen etc. pp. Weil da die Verbindung so schlecht und was weiß ich nicht alles. Leute, regt euch nicht auf. Bringt nichts. Wir werden gerade getestet, wie weit die mit uns gehen können. Wisst ihr, auch das mit diesem Islam da, Leute, da mische ich mich auch nicht ein. Ich weiß nur eins, die ganzen Schuhe in den Treppenhäusern, die ganzen Schuhschränke, die irgendwelche Lichtschalter blockieren, all sowas nervt schon und hat schon mit dem Islam zu tun, seitdem das da ist. Da haben wir ja mehr Schuhe in den Treppenhäusern und mehr Geruch im Treppenhaus und mehr Viecher im Treppenhaus, mehr Dreck im Treppenhaus. Das ist super toll. Und wenn die dann noch behaupten, man putze nicht, das ist das Allerbeste. Ausgerechnet da, wo es am saubersten ist, wird gemeckert, dass da nicht geputzt würde. Und ab da, wo gemeckert wird, liegt der Dreck schon so hoch. Genial. Absolut genial. Und wenn irgend so einer dann dagegen was sagt, dann ist er Querulant und dann ist er ja böse. Das geht so nicht. In Wirklichkeit wollen die, die sich aufregen,
gerne 20 Euro in die Tasche stecken, um angeblich zu putzen. Auch eine geniale Schote. An alle Behauptungen. Behauptungen sind keine Rechtsgrundlagen, sind nur Behauptungen. Rechtsgrundlagen sind immer noch beweispflichtig und nicht die Behauptung möge doch wie im Netz. Ja? Im Netz von vorne bis hinten ist wirklich nur Hetze und Behauptungen und nichts Konkretes. So, heute ist der 5. Das Wetter ist dunkel, wir haben Sturm und die Welt ist immer noch da. Ja, weil ja angeblich der große Knaller kommt. Ne? Jehova sagt ja immer, die Welt geht unter. Ich weiß zwar nicht, welche Welt die meinen, die geistige vielleicht, kann sein. Jedenfalls heute ist noch der 5. und wenn ihr am 6.10. dieses Video noch seht oder überhaupt seht am 6.10., dann wisst ihr, dass die Welt nicht untergegangen ist. Ne, wenn nicht, dann hat sich das. Dann sollte irgendeiner mal den Chip hier ausbuddeln und sagen, oh, der war auch an dem Tag fleißig, der hat da gearbeitet und hat sogar ein Video gemacht. Ne, und jetzt kriege ich wieder Gäste. Grüße, hi. Moin. 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 Wir haben Oktober, wir haben nasskalt. Wir haben jeden Tag, wir haben unheimlich viel Spaß im Netz, was man da so liest, Mann und Frau, ne, ab 40, ab ins Bett und solche Scherze. Ach, herrlich. Ja, die Jugendlichen ab 89 geboren, die sind der Meinung, sie können über uns herfallen und sagen, ey du alter Mann, was willst du denn? Ja, ist klar, wir haben auch nichts gelernt, wir waren ja auch nicht unterwegs und haben die Technik nach vorne geschoben. Jetzt leben wir mit der Technik und wenn man mit den, wenn man mit Telekom, wie die alle heißen, sich unterhält, ja, warum sollen wir was Neues erfinden? Wenn man doch auf dem, was da ist, doch ne, aufbauen können. Ne? Ist schon eine tolle Geschichte. Die einen reiten darauf rum, sie hätten das allerbeste Netz. Und dabei können die gar nicht das allerbeste Netz haben, weil die Telekom denen gehört hat. So, ich miete die Telekom und behaupte, ich habe das beste Netz. Ist genial. Oder machen gegen die Telekom Werbung, obwohl sie selber da abhängig sind von denen. Also ist schon eine spaßige Geschichte in der Zeit, in der wir leben. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir alle im Internet sind, ob wir jetzt surfen oder telefonieren oder Fernsehen gucken. Das wird alles über Internet, wird das jetzt geregelt. Alles auf dem sogenannten Datenhighway. So, der Datenhighway wird aber dann demnächst gedrosselt, dann soll man dazu, also die Wegelagerer im Datenhighway sind halt gigantomanisch und was die alles haben wollen, das ist schon nicht schön, das ist schon böse. Ne? Ausbremsen, abschalten, man hat dann kein Telefon mehr, man hat kein Fernsehen mehr, man hat kein Internet mehr, nichts geht mehr. Ne? Und jetzt kriege ich wieder Besuch und somit. Hi, Grüße. Hi, ich habe eine Frage. Kann ja. Und wieder konnte man einem Kunden zufriedenstellen und das ist wichtig, wir möchten nämlich gerne Kunden zufriedenstellen, wir möchten auch ein bisschen zur Belustigung und zur Beheiterung oder ja doch mehr Belustigung solche Videoclips auf den Weg bringen. Aber auch das ist Arbeit und auch das kostet Zeit und beides hat man nicht so im Moment, ist ja die, wie gesagt, die Winterzeit und es ist ja auch richtig was los. Wir haben so ein Minimalstürmchen da mit Nieselregen, dunkel, jo. Und ich werde mir jetzt gleich mal so ein Käffchen machen. Ich habe auch mal wieder so einen lustigen Spruch da ins Netz gepackt. Das ist gut. Wohnst du in einer Moschee? Nee, wohne ich leider nicht. Ich wohne nicht in einer Moschee. Nee. Ach, normales. Ja, ich lebe in einem normalen Mietshaus und das sieht aus wie eine Moschee, weil überall die Schuhe stehen. Ich fand es stark. Ich hatte Besuch bekommen und der kam ins Treppenhaus und dann musste er leider 4 Etagen hoch und innerhalb von 4 Etagen hat er nur Schuhe gesehen. Bei einigen liegen sogar 30 Paar mal eben so quer rum. Das ist hier die ganze Etage voller Schuhe und da sind die Besten, die sich dann auch beschweren, warum sie eins nicht putzt, aber der putzt ja nicht da, der muss ja da nicht putzen. Aber ich finde es toll, ich finde es überhaupt toll, wenn überall Schuhe rumliegen und wenn die sagen, ey, ich möchte gerne 20 Euro verdienen, dann putze ich für dich. Also ich finde es toll. Ich finde es toll, wie tüchtig die auch alle sind, die hier hingekommen. Ich verstehe das. Also die sind alle so tüchtig, dass sie keine Steuern zahlen. Unser eins muss doppelte, dreifache, fünffach Steuern zahlen. Und das immer nicht so knapp. Ja, ist eine lustige Geschichte, wie gesagt, mit diesen ganzen Steuernzahlerei, die wir da zahlen müssen und andere zahlen keine.
Und jetzt kriegen wir Jamaika, jetzt kriegen wir Grün und wir kriegen die FDP. Die FDP früher in meiner Zeit war ja immer die Garantie, dass die SPD regieren konnte, dass die CDU regieren konnte. Und heute ist das alles so ein bisschen merkwürdig mit der Regiererei. Ne? Ja. Ja, wenn man so bis zu 30 Paar Schuhe hat, je Etage, für einige ist das heftig, für mich ist das normal. Für mich ist das normal. Schon die ganze Basis alleine ist ja schon. Die ganze Straße ist ja schon und die wird immer weiter. Ne? Also ist halt so. Ja, wir Deutsche sterben hier im Viertel aus so langsam. Und die nicht schnell auf die Bäume kommen, die haben halt Pech. Ja, früher war hier also viel mehr los, hätte ich da gar nicht geschafft, solche Videoclips zu machen. Aber jetzt mittlerweile ist das halt so, unser Eins hat halt Zeit, zwischendurch unterbricht er, wenn welche hineinkommen. Im Moment ist halt ruhig, das Wetter, wie gesagt, ist gruselig und nach diesem sogenannten Brückentag haben einige sogar Brückenwochen und einige Ämter haben sogar zu und somit müssen die Leute also viel weiter, wie sie sonst hat man das Amt hier nebenan. Aber das Amt nebenan ist geschlossen worden und seitdem ist hier ein bisschen mehr Ruhe. Ja. Und Aldi ist auch weg. Hier in der Straße hatten wir Aldi. Aldi ist nicht mehr da. Also ist diese Straße schon mal so beruhigt. Und wenn man dann hört, 2000 Meter weiter macht der nächste Kollege zu. Nicht schlecht. Ja. Also überall dasselbe. Natürlich fragen die dann hier, ob ich weitermache. Aber das kann ich kann nicht alles machen. Das geht gar nicht. So eine schwere Tante Emma, die hier alles hat, wirklich alles hat, von Mehl, Zucker, ihr wisst schon, die alte, gute alte Tante Emma, die alles hatte, wirklich vom Schnürsenkel angefangen bis zur Schraube, sowas kann man nicht mehr ins Leben rufen. Das geht nicht, weil das kostet horrendes Geld. Früher wurde halt irgendwo angetragen, hier Elmerken, hasse, echt, die hatten ein Schraubenlager. Die hatten Muffen, die hatten Gummibänder, alles was man so im Haushalt braucht für einen absoluten Notfall, einen kleinen Hämmerchen, Zange und all solche Sachen. War also spitzenmäßig. Das geht nicht. In der heutigen Zeit geht das nicht mehr, ne? Ja, ja, irgendwann schon, ja. Irgendwann schon. So, also wie gesagt, ja, wenn man bis zu 30 Paar Schuhe also auf so einer Ebene hat, dann meint er auch reinkacke. Ne? Wo er recht hat, hat er recht. Ne? Ach ja, reinkacken oder sonst was. Ja, kann sein, dass der Islam ja viel christlicher ist, wie wir glauben. Und die haben das ganze Jahr die Schuhe draußen und sind ja Meinung, dass der Nikolaus vorbeikommt und ständig da was reinpackt. Kann ja sein. Wir wissen das alles nicht so genau. Ja, also wie gesagt, ich möchte mich weiterhin auf Star Wars konzentrieren. Und auch nichts anderes und hier so lustige Anekdoten mal vom Besten geben, wie uns die Technik doch jetzt beherrscht. Wenn die Technik uns nicht beherrscht, dann hängen wir da, dann geht gar nichts mehr. Und deswegen sollten wir sehr, sehr, sehr schwer aufpassen auf ein Blackout, weil wenn ein Blackout kommt, irgendeiner dreht am Rad, dann sind wir in der Steinzeit, aber dann sind wir sowas von in der Steinzeit, da erholen wir uns nicht mehr so, also nicht jeder erholt sich dann nach einem Blackout. So, das ist halt so. Welchen Unsinn ich heute machen werde, weiß ich noch nicht. Der Tag ist lang, morgen noch. Ach ja, heute kommt ja wieder Cobra 11. Dann wird das gesehen. Gestern war Hubert und Staller. Leider war der Feiertag, somit konnte man Rosenheim-Cops nicht sehen. Somit seht ihr, also Netflix komme ich nicht rein, kann ich machen, was ich will. Ein Kollege hat mir gerade den Amazon-Stick da empfohlen. Aber Amazon Stick weiß ich gar nicht, ob da auch Netflix mit eingearbeitet ist, da habe ich keinen Plan von. Also ich habe wirklich keine Interesse jetzt. Free TV, Netflix, Amazon TV, Pentaflix, Sky, das sind ja, nee, Leute, ich gehe doch nicht wegen Fernsehen einkaufen, arbeiten meine ich. Nö, ich gehe wegen Fernsehen nicht arbeiten. Nö, tue ich nicht. Nee, auf keinen Fall. Weil so viel Zeit habe ich auch gar nicht. Ich habe so viel Zeit nicht, um TV zu schauen. Und ich habe auch nicht so viel Zeit, um überhaupt irgendwas zu machen. Und
Nee, also ist schon schwer genug geworden alles. Muss ich einfach mal sagen. Also, Star Wars macht weiterhin Spaß. Star Trek kommt ja jetzt so langsam wieder. Man versucht also Star Trek so ein bisschen, sonst wird Netflix nicht so viel Werbung machen. Also Netflix hat jetzt sehr viel Geld ausgegeben für die Serie Star Trek und versucht dadurch Netflix und sich selber so mit und dann auch wieder Star Trek nach oben zu bringen, ja. Irgendwann kann sein, dass Disney Enterprise auch aufkauft, ne? Also Star Trek, ach gib mal her, JJ ist da, JJ kannst du direkt beides machen, ne? Irgendwann kommt dann Marvel, Star Trek, Star Wars, alles unter dem Hause von Disney, ne? Kann passieren, aber nicht unten, ne? Ist schon so manches passiert. So, ich habe jetzt heute ein bisschen, Zeit heute, mach mir irgendwas Schönes heute hier, trink mir jetzt ein lecker Käffchen. Ja, ich trinke mir jetzt ein lecker Käffchen und ich hoffe, dass der Tag heute einigermaßen ruhig bleibt. Aber nicht zu ruhig, ist klar, aber ruhig. Und dass das Wetter nicht so schlecht wird, noch schlechter. Ja, also bald kommt ja die Glühweinzeit, ne? Glühweinzeit und so. So, jetzt warten wir alle mal auf den neuen Star Trek Trailer. Der sollte auch mal irgendwann kommen. Uns einheizen. Also man hat uns Backstage-Trailer gezeigt, man hat uns einen Trailer gezeigt. Ja, im Moment, wie gesagt, bedingt durch das Wetter sehr ruhig. Die Kindergärten rauschen auch nicht hierher. Die Einkaufsszenarien bemerke ich. Mein Kollege rennt auch nicht mehr so oft jetzt hin und her mit seinen Päckchen, weil er ja auch noch so einen Online-Laden da hat. Der letzte war sogar aus Finnland. Aus Finnland hat jemand da bei ihm eben so eine Lok bestellt. Hammer, finde ich toll. Ja, so ist das nun mal. Wenn man international ist, hat man also internationale Anfragen. Dann muss man auch international agieren und so weiter. Mal schauen. Ne? Auch ich habe ja, wie gesagt, den Tante Emma Laden vor für 2018. Bis jetzt sind nur die Anbieter, also 50 Euro pro Monat ist mir doch ein bisschen heavy für so ein Ding da. Und dann die ganzen Angestellten, die da im Lager die Ware fertig machen. Das ist also momentan ja immer noch durch Amazon so eine Sache. Amazon ist ja immer noch federführend. Alles kauft bei Amazon. Ich war jetzt in der Innenstadt der City und oberhalb, wo früher ganz viel los war, war wenig los. Da waren noch viele Läden schon geschlossen, also Superläden, ne? So richtige Kaufhausläden waren dort geschlossen. Das hat also schon ja, was geht da ab? Und da, wo die Mall ist, da wo alles ist, da war natürlich wegen Überfüllung geschlossen. Schlechte Luft, ja, draußen im Freien. Gut, draußen im Freien mit dem Regenschirm, das ist immer so eine Sache. Und dann in den Laden rein. Aber das haben wir ja vorher auch gemacht. Man hat ja immer, also solange ich die City kenne, und die City kenne ich lang genug, wurde immer von einem Glasdach gesprochen. Man wollte immer Glasdächer bauen und so. Dann waren aber die Leute sauer, die dort wohnen. Da wohnen ja auch Leute in der Stadt selbst. Die schauen dann aufs Glasdach, also... Ja, also jedenfalls hat es nicht geklappt. Unsere Stadt wurde nicht eingeglast. Unsere Stadt bleibt immer noch ohne Glas. Und wir haben auch eine Mall. Und wenn in Duisburg die Supermall gekommen wäre, dann wäre Stadt Essen, Oberhausen, Gelsenkirchen und wie die alle geheißen haben, platt. Weil eine Supermall, sagt das Wort schon, dann würden alle dorthin, schon wegen der Attraktion, die da hätten, hingekonnt, ja, Oberhausen zum Beispiel ist ja auch wegen Überfüllung geschlossen. Wenn da der Weihnachtsmarkt aufgebaut wird, sind hier die Weihnachtsmärkte Gott sei Dank nicht mehr so überfrequentiert. Man kann also hier ganz gemütlich hergehen und über die Weihnachtsmärkte schlendern, weil in Oberhausen da, wo die Riesenattraktionen sind, wegen Überfüllung da am Schieben bist, da hast du auch kein Interesse da lang zu laufen. Ja, ist bald wieder soweit. Vielleicht werden wir da mal ein paar Filmaufnahmen machen von den sogenannten Weihnachtsmärkten. Ja, und dann war es das. Dann ist das ja auch schon wieder zusammen, ne? Dann fliegen ja schon die Böller. Und ich bin wirklich gespannt auf den 01.01.2018. Dann 4 Monate später ist ja dann schon wieder Star Wars, Han Solo. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Also, naja, auf Deutsch. Geld sparen. Ich muss jetzt Geld sparen, um online zu sein. Ich muss jetzt Geld zusammen ausgeben fürs Fernsehen. Ich muss jetzt Geld ausgeben fürs Internet. Ich muss jetzt Geld versuchen auszugeben
für die beiden Kino, fürs Kino, für die ganze Familie. Da muss ich versuchen, Geld auszugeben für die Weihnachtsgeschenke. Ja, also muss man so reichlich ranklotzen, damit ich viel ausgeben kann. Ne? Ja, ja, ne? Also die Steuer will ja auch. Ne? Die Steuergeschenke kommen ja auch noch. Ne? Die müssen wir ja auch noch beschenken. Ja, wird lustig. Es wird lustig, das Jahr 2018. Für so manch einen wird das Jahr 2018 richtig lustig. So, die 3 Monate werden wir noch so oder so umkriegen. Ne? Da geht kein Weg dran vorbei. Die kriegen wir so oder so um, die 3 Monate. Und Oktober, November, Dezember dann. Einen großen Knall, El Tschüssikowski. Ja, ja. 2018. Bin gespannt. Also, hat lang genug. Wie gesagt, ich versuche was Lustiges hochzuziehen, dass ihr auch Spaß habt zuzuschauen. So wie Alex das macht. Wie gesagt, regt euch nicht auf. Wenn irgendwas ist, Ärger mit Freenet, Ärger mit der Telekom, Ärger mit 1&1, geht einfach bei YouTube und staunt. Staunt einfach und dann ist euer Ärger weg. Euer Ärger ist weg. Der ist weg. Irgendwo, der ist weg. Glaubt mir. Einmal YouTube geschaut, einmal Telekom-Ärger, 1&1-Ärger, Freenet-Ärger. Kein Ärger mehr. Kein Ärger mehr. Dann kann man nur sagen, wow, Wahnsinn. Ja, ist so. Durch den Sturm Xaver habe ich ein bisschen mehr Zeit, weil wir haben dicke, fette Tropfen, wir haben Wind, das ist so richtig pfeffert. Dann haben wir wieder Sonne, also das ist richtig, so ein richtiger, ungemütlicher, gemütlicher Tag. Alle berichten darüber, ich berichte auch darüber, aber ich möchte ja weiterhin Star Wars. Na, also wir haben sehr viele Star Wars Fans und so. Und Star Trek kommt ja jetzt so langsam durch Netflix. Bei einigen, ich auch, kommen bei Netflix nicht unter, geben unsere Nummern ein, Kontonummer, klappt alles nicht. Und wenn man dann auch die anderen 7,99 Euro, 9,99 Euro anklicken möchte, beim Umschalten sind wir dann bei 11,49 Premium. 11,49 Premium wollten wir gar nicht, wir wollten einfach nur Netflix, wir wollten uns einfach Discovery bzw. Star Trek, die neue Generation, anschauen, die auf uns täglich hier anvisiert wird unter Netflix und was weiß ich nicht alles. Klappt alles nicht. Kollegen haben schon gesagt, du bist ja auch bei Amazon, nimm noch den Stick und hol dir die App und dann kannst du dann auch über Amazon Netflix gucken. Ja, alles schön und gut, aber ich gehe nicht wegen Fernsehen arbeiten. Ich habe hier schon eine Menge an Fernsehqualitäten. Eigenes Studio, dann noch die ganzen Sicherheitssachen, um fern zu empfangen. Das kostet alles horrendes Geld. 100 Euro im Monat nur für Fernsehen. Und dabei sehe ich also nur, was mir gefällt im TNT-Bereich, in Sci-Fi, Universe und so weiter und so fort. Also nur meine Serien. Das sind also 5 bis 6 Sender, die da meine Serien zeigen oder mich unterhalten. Oder ich halt selbst Fernsehen programmiere, um mir dann per Streaming das Ganze anzuschauen. Ich arbeite natürlich noch dran, dass ich es auf riesen Leinwand durch 7.1, aber das ist totaler Quatsch, weil die ganze YouTube-Streaming und das Dailymotion-Streaming oder überhaupt Streamen per Internet manchmal an Qualität verliert und gar nicht die Qualität hat, die man an sich, ja, alte Western zum Beispiel sind nicht so qualitativ hochgeladen worden oder so, dann ist man froh, wenn man das auf ein 55 Zoll oder 65 Zoll TV HD sehen kann. 4K, 4K, 8K brauche ich nicht unbedingt, weil da läuft ja alles noch gar nicht so. Also früher, als jung Mensch, 69, wisst ihr ja, die Idee, 79 die Firma, hat man immer das Neue, wirklich. Von 79 bis 99 immer nur das Neueste, 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 Neueste. Nach 2002 hat man gesagt, komm, jetzt bleibt das auch. Ich mache das so wie die großen Firmen, die sagen auch, warum? Warum irgendwas Neues, wenn man doch das Alte benutzen kann? Ne? Sogar die Telekom benutzt YouTube für ihre Geschichten. Ja, auch die anderen Firmen nutzen YouTube für ihre Geschichten. Jeder nutzt jetzt Facebook für seine Geschichten, für seine Firma bedingt. Ja, also ich sehe von morgens bis abends hier nur, wirklich nur Firmen, Medien. Hi. Wer bringt denn das Wetter mit? Also nee. Eine Kundin hatte recht, wir couchen. Bei dem Wetter couchen wir. Ja, und wer richtig Zeit und Lust und Laune hat, kann natürlich seine Lieblingssendung dann couchen. Ja, couchen. Und heute Alarmstufe Rot wieder. Nein, Alarmstufe 11. Ach ja, ne, mal schauen, was die dann heute wieder so treiben. Ist ja auch wieder so eine Serie am Laufen.
Dann, wie gesagt, kann jeder sich selber seine Star Wars, Star Trek Geschichte auch machen, ob nur Netflix oder über Sci-Fi. Am 3. Oktober 2017 war fast nur Star Wars, ja, und Star Trek. Läuft ja dann besonders bei Sci-Fi von Freitag bis Sonntag läuft dort Sci-Fi Enterprise. Ja, die alten Geschichten, super alten Geschichten, also die zwischendurch Geschichten, leider noch nicht das Neue. Da hoffen wir, dass die das Neue auch irgendwann mal im Portfolio haben. Sci-Fi ist an sich kein schlechter Bezahlfernseher. Da wird immer alles ausgestrahlt und dann erst kommt Werbung. Das macht also Sinn und macht auch so Spaß. Die anderen, wisst ihr ja, ProSieben hauen euch so ein Star Wars um die Ohren da. Mit, keine Ahnung, mit gefühlten 600 Unterbrechungen, ne? Und zusätzliche Schnitte, damit die Sendezeit passt. Ja. Ja. Und apropos Sendezeit, 150 Minuten, E8. Ja. Die freuen sich alle, dass sie das sehen können, nur ich kann das nicht sehen, und zwar Star Trek. Die neue Star Trek Geschichte ist für einige doch, die mögen's, und andere halt nicht, ist ja immer so. Die Vielfalt der Meinungen spiegeln sich ja bei Facebook wieder. Und unser eins, wie gesagt, mag Star Trek seit 1966, Star Wars seit 1979. Ja, 1979 hat sich Star Trek sozusagen verabschiedet und dann ist Star Wars der Nachfolger. Jetzt versucht man so zwischendurch den Star Trek wieder reinzufahren, wieder neu zu boomen, wenn die ersten Figuren kommen sollten. Ja, dann könnte es vielleicht sein, dass es da Sammler gibt. Aber schauen wir mal. Ja, das war's an sich wieder. Xaver, Couch, Couchen, Xaver, Sturm, Star Trek, Star Wars, Sci-Fi, Netflix. Jungs, Mädels, schauen wir mal. Wie geht's weiter? Keine Ahnung. Ja, ne? Begrüße ich euch. Warum auch nicht? Und wünsche euch einen super Herbst. Ist nicht mehr lange, dann ist Star Wars da. Viele Sachen sind hier. Ich habe mit vielen gesprochen. Wir werden sicherlich irgendwas Online-mäßiges im Verkauf. Das heißt, hier kann man sich das anschauen, mitnehmen. Kann man aber auch online dann bestellen. Natürlich kann man auch Sachen besorgen, die man dann online dann ausstellt. Und die ihr dann auch kaufen könnt. Für die, die nicht hier vorbeikommen können. Die halt im Osten, also ziemlich weit im Osten wohnen, nicht mal hier in NRW, im Westen, an der A40 oder hier Stadt Essen nicht vorbeikommen. Wir haben viele Sichtungen heute gehabt, die halt heute Star Wars wieder gesichtet haben und dann haben wir über Star Wars wieder philosophiert und wir freuen uns auf die 4. Staffel, die in Deutsch, wenn wir Glück haben, erst im Januar kommt. Die Amerikaner machen mit Disney XD jetzt am 16.10. weiter mit der 4. Staffel. Und dann wollen die Hersteller mit Rebels anfangen. Nee, die wollen mit, oh Gott, jetzt habe ich es ganz vergessen. Hatte ich gerade noch auf der Zunge. Ja, genau. Habe ich vergessen. Egal. Kommt sicherlich irgendwann wieder. Also jedenfalls wollen die Rebels-Darsteller bzw. Hersteller der Serie Rebels, die jetzt mit 4 enden werden, die Staffel, die am 16.10. in Disney XD laufen wird, dann weitermachen mit Rogue One. Seht ihr? Da habe ich den Gedanken doch wieder gefasst. Mit Rogue One wollen die da wieder machen und wollen da Geschichten erzählen. Passt ja auf eine Art, weiß nicht, mit Rebels passt es nicht. Ich weiß nicht, ob sie es umgeschrieben haben. Ich kenne jetzt die 4. Staffel nicht. Ich weiß nur, dass die Duster geworden ist, weil die wieder angefangen mit dem schwarzen Saber da zu kämpfen. Mariana greifen an, sind also auch Suzanne, gibt richtig Gas und führt an und so weiter und so weiter und so fort. Ja, was gibt es denn Neues? Genau, Karibik ist raus heute. Ja, der Film Karibik ist raus. Rache des Walter Saas. Die Frage lautet nur, ob er gut ist. Ich habe mir in 3D Steelbook 2D gegönnt. Schaut mal an. Heute ist auch 2049 Blade Runner raus. Leider noch im Kino, noch nicht auf DVD oder Blu-ray. Ja, viel ist nicht zu erzählen. Wie gesagt, eine Show machen. Ja, wer Lust und Laune hat, kann mitmachen. Machen wir eine tolle Show. Bringen wir was Tolles raus. Machen wir was Tolles draus.
Jetzt im Moment werde ich mich ganz schnell sputen, weil jetzt kommt auch die neue Serie bzw. neue Folgen der alten Serie. Notruf Hafenkante in Hamburg. Gestern war Hubert und Staller. Heute kommt Hubert und Staller als Spielfilm. Ich weiß aber nicht, ob der alt war oder neu ist. Muss ich gucken. Der kommt im Film nach 8. Ich weiß aber nicht, ob ich den schauen werde, weil ja auch Cobra 11 kommt, ne? Bei RTL. Was ist jetzt wichtiger? Cobra 11? Alarm? Oder Hubert und Staller? Boah, da muss ich gucken. Muss ich mal gucken. Ja, können wir da auch nicht abnehmen. Da muss ich selber durch. Ja, aber was soll ich erzählen? Leute, so viele gucken ja nicht zu. Ne? Die paar Manikers, die zugucken. Was soll ich da Neues erzählen von Star Wars und so weiter und so fort? Die Hot Volaute, die ist ja im Netz und die schauen andere Sachen zu. Ne? Aber ist eben so. Ne? Ich guck mal, ob ich nicht noch eine neue Serie da erfinde und die dann irgendwie bringe. Und bis dahin, seid mir gewogen, wie ich euch gewogen bin.